Welcome back to another German food review, and it's Burger King time. Yeah. And I will show you the burger. Yeah, the bag, you know, the Burger King bag, blah blah. And that is, I hope he isn't damaged. That is the burger, and here's the bill. Let me check that here. That's the price. Please focus. €5.69. Yeah, quite expensive for a burger. And I also got this thing here. A Burger King crown. That's cool. Yeah. You can have a really small head or a really big head. Yeah. I will put it here. So. This is called a Texas a double Texas Whopper with jalapenos and barbecue sauce. Okay, I will show you my alarm clock device and browsing device for my bed. Yeah, that's not my phone. That's just an alarm clock. And here you can see the burger. I will open it here. That's how the burger should look like. And we can also check out the calories. Yes, 932 calories. Yeah, quite a lot. 55 gram of fat. Oh yeah, that's high. Not a lot of salt. Natrium. Okay. Yeah, very high calories, but it's a big burger. We will compare this to this, yeah. So I will unwrap this as well. Here it looks like I don't know why. Actually, every Whopper should have a proper box, a box, yeah. But this one has no box. I don't know why. This is. I ask the next time. And that's how it looks like. Okay, yeah, no, I hope he isn't too damaged. Let's take a closer look. Yeah, I bought this 45 minutes ago, but it's still warm, nice. Yeah, this burger is too expensive for €5.69, yeah, if you compare this to this burger here, where is it? It's the double steakhouse burger. This one costs €5.19 and is basically the same, but with roasted onion and bacon, yeah. This one has just jalapenos on it, and it costs 50 cents more. The price is not good for this burger, yeah, too high. Yeah. Barbecue sauce on it. Yeah, let's take a closer look here. Two tomatoes, salad, jalapenos, mayonnaise. The patty, of course, one. Yeah, I don't like this when there's no cheese. One slice of cheese. There should be another one. Then it tastes much, much better and nothing on the bottom. And look at this. I need a paper towel, yes, so I can remove this. Okay, I will cut this burger in the middle, so we save the half for the Germans. And so I hope this works out. You can't see anything. Okay. Yeah. Every burger with barbecue sauce is messy. I don't know why. Yeah, I usually don't eat barbecue sauce, and the burgers aren't messy. And every time I eat a burger with barbecue sauce, it's very messy. Okay, you can see the profile. Looks actually very nice. Two patties, as I said, cheese and onion, and it's dripping. Yeah. No, I don't like this.
I also don't like tomatoes. I like tomatoes, but not on the burger because they are juicy. And juicy burgers aren't that good. Not taste-wise, but yeah, the eating experience isn't good. Look at this, yeah, it's a mess. This one is the German side. Let's take a look at this. Yeah, it looks the same, okay. I need a paper towel again. Oh. Do you like juicy burgers? Not taste-wise, I mean the eating experience, yeah. If you eat it in a restaurant, in Burger King, then, yeah, you will be messed up. Okay, I will bite in this burger. I hope there are enough of jalapenos on it. Mm. Yeah, and it dripped on the bottom, man. That sucks. Really hot. I will never buy this burger again, that's for sure. But yeah, the taste is good. Mm. The beef is excellent. The bun, excellent as always, yeah. It's always the same bun. I don't taste jalapenos. Let me bite in again. Yeah. Ah, now there are jalapenos. Yeah. A little bit of hotness. That's good. I like it. Oh. But that's too juicy. You can't eat this in a proper way. Yeah, look at this. It's a mess. But the taste is good. Yeah. if you like these messy things, then you can eat this. Now the rating, I'm not 100% sure. The burger is of course super nice. The juiciness, yeah, okay. But the price is a little bit too high. So it's not a 100% thumbs up because the price is too high. It's too juicy for my taste. No. And yeah, it's the price is just too high for this burger. If you buy a double steakhouse, then you get more for less. That's not fair. Okay. Oh God. Thanks for watching. Rating. That's a 90%. Yeah, that's 100, 100, and that's 90. Okay, I will continue in German. Thanks for watching. Ja, heute gibt es hier einen Burger King Burger. Ja, ich mag Burger King sehr gerne. Allerdings gibt es hier wieder einige Schwächen, die ich mal ja, sagen möchte. Erstmal der Preis. 5,69 € klingt jetzt gar nicht so schlecht, ist aber schon ganz schön teuer. Und wenn man das vergleicht mit einem Double Steakhouse, den ihr vielleicht kennt. Das ist nicht mein Telefon, das ist nur mein Wecker und Surf-Device fürs Bett. Ja, vergleicht mal den Double Texas Whopper, ja, das ist sein Name, mit dem Double Steakhouse. Ist eigentlich das gleiche, bis auf die Jalapenos. Das Ding hier hat noch geröstete Onions drauf, Quatsch, geröstete Onions, Röstzwiebeln und Bacon, ja. Bacon kostet normalerweise extra 50 Cent. Ja, aber dieser Burger hier, der Double Steakhouse, ist 50 Cent billiger als der hier. Das macht absolut keinen Sinn. Okay, deshalb werde ich diesen Burger, würde ich niemals nochmal kaufen. Dann auf jeden Burger, wo Barbecue-Soße drauf ist bei mir, ist einfach ja, ein Desaster. Guckt euch das an, das ja, tropft überall, es klebt überall, hier ist alles vollgekleckert so. Ja, ich weiß nicht genau. Es liegt auf jeden Fall irgendwie immer an der Barbecue-Soße und an den Tomaten. Ich mag keine Tomaten auf Burgern, Tomaten sind okay, nur nicht auf Burgern. Wegen der hier schon wieder da. Ein Jalapeno-Stückchen. Ja, die sind gut. Tomaten auf Burgern. Durch das Innere der Tomaten wird der Burger ganz flüssig so. Und ja, man hält den Burger eben so, wie man den Burger hält. Und dann tropft es hinten raus. Das ist ein absolutes No-Go für mich. Ja, das geht nicht. Okay, dann ist noch drauf Salat. Ja,
ein bisschen Salat, richtiger Salat, nicht so wie beim anderen Hersteller. Tomaten, wie gesagt, würde ich weglassen. Eine Käsescheibe, die da total nutzlos ist, die sollte hier zwischen sein. Und unten nichts. Die Patties sind super, wie immer. Ja, die sind wirklich super. Absolut 1A. Kann man essen. Entschuldigung hier, die Speicherkarte ist voll gewesen. Deshalb musste ich hier mal unterbrechen. Oder die Kamera hat einfach selber unterbrochen, besser gesagt. Ja, immer wenn ihr was filmt, solltet ihr überprüfen, wie der Stand eurer Speicherkarte ist. Okay, machen wir weiter. Die Patties, habe ich ja gesagt, waren gut. Und so, dieses Brötchen, alles gut. Ja, Tomaten könnte man weglassen. Käse ist da nutzlos, der müsste eine tiefer eine Etage, dann schmeckt man ihn richtig. Und ja, Käse in Verbindung mit den beiden Fleisch-Patties, das ist richtig gut. Was gab's noch? Ja, also Geschmack ist eigentlich ganz okay. Der Preis ist zu hoch, wie ich ja gezeigt habe. Entweder ich verwechsel irgendwas, keine Ahnung. Oder hier fehlt was, aber das glaube ich nicht, weil es sieht genauso aus wie auf dem Bild. Rating, ja, das wären 100. Ich gebe mal 90, dafür, dass das einfach, ja, ich sag mal so 50 Cent mindestens zu teuer ist. Ja, würdet ihr das gerne essen wollen? Ja, Burger King macht schon schöne Burger. Allerdings, ja, manche haben ein paar Schwächen. Wenn ihr damit leben könnt, ja. Ich esse die Burger immer ein bisschen abgeändert. Das ist ja die große Stärke von Burger King. Man kann einfach alles abändern, wie man will. Werde ich auch noch reviewen. Ein paar Burger, so wie ich die esse. Und die tropfen dann nicht. Ja, eine richtige Experience, wie man einen Burger isst. Ja, nicht hier so ein, guckt euch das an, was ist das? Das ist ein Desaster. Ja, okay. Rating habe ich, ach, Kalorien habe ich vergessen, war 932 Kalorien, 55 Gramm Fett. Also, ja, davon kann man locker einessen. Vielleicht auch zwei, aber bei zwei ist halt schon 2000 Kalorien weg, war. Das ist schon ganz schön hoch. Also, erst nicht zu viel davon. Gut, das reicht für heute. Bis zum nächsten Review. Vielen Dank fürs Zusehen.